Mehr als 28.000 Zuschauer im Rudolf-Harbig-Stadion hoffen auf den 7. Heimsieg in Folge und Dynamo ist sofort bei der Sache. Guevara mit dem Fehler und Tom Zimmer schießt. Nach 4 Minuten mit der Top-Chance. Zimmer schießt, der Neuzugang vom HFC, 3 Vorlagen bislang. Auslöser, das Pressing von Kammerknecht, der provoziert den Fehler und Zimmer schießt fast mit der Führung. 41. Minute, plötzlich rote Karte für Ingolstadts Kapitän Fröde. Was war passiert? Bei einem Einwurf behaken sich Kutschke und Fröde. Kutschke reißt Fröde zu Boden und der soll dann Kutschke getreten haben. Das ist auf diesen Bildern aber nicht zu sehen. Kutschke bleibt eher hängen. Keine rote Karte, Fehlentscheidung vom Schiedsrichtergespann und Ingolstadt in Unterzahl. Und das nutzt Dynamo aus. 62. Minute. Hermanns Schuss kann Funk nicht konsequent abwehren. Der eingewechselte Lemmer sieht den eingewechselten Flachodimos. 1-0 Dynamo. Flachodimos, erstes Tor seit mehr als 2 Jahren. Und das mit etwas Glück Ingolstadts. Svjetinovic kann nicht mehr entscheidend klären. Im Anschluss steht Flachodimos erneut im Mittelpunkt. Diesmal nicht als Torschütze, sondern als unglücklicher Torverhinderer. Ingolstadt wirft danach alles nach vorn. Dresden kontert. Kammerknecht auf den eingewechselten Schäffler. Das 2:0 in der 90. Minute. Dynamo krallt sich den 4. Saisonsieg im 5. Spiel, gewinnt mit 2:0 gegen Ingolstadt. Großes Thema nach Spielschluss, aber die rote Karte für Ingolstadts Kapitän Fröde nach der vermeintlichen Tätlichkeit an Stefan Kutschke. Stefan Kutschke, natürlich ein emotionsgeladenes Spiel, hat da so ein bisschen die Konfrontation gesucht. Hat, glaube ich, erstmal kurz die Sportart verwechselt. Früher im Sportgymnasium habe ich immer die Ringer so trainieren sehen. Zieht mich runter auf den Boden, beim Aufstehen bleibt er einfach hängen. Ich glaube, man sieht bei Ihnen in den Bildern ganz gut, dass ich gar nichts mache. Schiedsrichterteam habe ich gesagt. Für mich war das nicht so gravierend, wie das dann bestraft wurde. Aber das ist eine Tatsachenentscheidung, die hat er getroffen. Und dann kann man nach dem Spiel auch nochmal, ich soll mir das nochmal anschauen. Und der Schiedsrichter kam auch noch in der Halbzeitpause. Er hat einen Treffer gesehen. Ob der ausreicht für eine rote Karte, das ist nicht meine Ermessenssache. Lukas Fröde und Stefan Kutschke auch danach noch mit Meinungsverschiedenheiten. Dynamo am Ende mit einem glanzlosen Sieg.